Ja, der KSV Hessen Kassel bringt die Führung letztendlich ins Ziel. Der KSV Hessen Kassel gewinnt mit 3:2 gegen die TSG Balingen. Bei mir steht jetzt der entscheidende Torschütze Mohamed Bedic. Fangen wir erstmal mit deinem Tor zum zwischenzeitlichen 3:1 an. Sehenswerter Treffer, danach Ekstase. Beschreib mal die Szene, die zum Tor führte. Du hast gesehen, der Torwart steht weit vorne. Beschreib mal kurz die Szene. Erstmal Dankeschön. Und ja, es war einfach unbeschreiblich. Ich habe den ersten Kontakt, der erste Kontakt war gut, habe ich gesehen, dass der Torwart ein bisschen draußen war. Dann habe ich einfach, mein Kopf war, ich muss schießen, dann habe ich geschossen und dann ging der Ball rein und das, der Rest war einfach unbeschreiblich, ja, war ein schönes Gefühl auf jeden Fall. Danach der Jubel, also man hat es gemerkt bei den Fans, bei dir selber, bei deinen Mannschaftskameraden, Ekstase pur, alle sind zu dir gekommen, Franz Langhoff raus aus seinem Tor, wie hat sich das angefühlt? Es war unfassbar, es war einfach Gänsehaut. Das war lange harte Arbeit und es hat sich jetzt ausgezahlt. Ich bin glücklich und ja. Ja, nach einigen Spielen, vier Heimniederlagen in Folge, ist jetzt der Knoten wieder so ein bisschen geplatzt. Das ist ein gutes Gefühl, oder? Ja, auf jeden Fall. Gutes Gefühl, ja. Und letztendlich warst du der gefragteste Mann bei den Autogrammjägern, bei den Kindern. Wahrscheinlich auch nochmal richtig toll. Das pusht wahrscheinlich auch, oder? Ja, klar. Die Kinder waren stolz. Und ich natürlich auch auf mich selber. Die haben sich gefreut, viele Fotos gemacht, viele Autogramme verteilt. Schönes Gefühl. Nächstes Spiel ist dann der Rückrundenauftakt gegen Mainz, das Rückspiel. Das Hinspiel hat man gewonnen, Rückspiel im Bruchwegstadion. Wird wahrscheinlich auch eine schwere Aufgabe, aber mit ein bisschen Rückenwind heute aus dem Spiel, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Fans sind hoffentlich wie in Koblenz wieder dabei. Und ich versuche immer mehr Gas zu geben, mein Bestes zu geben auf dem Platz. Das war's. Alles klar, danke dir. Dankeschön.